Sie nannten ihn Theaterherzog, Georg II. Von Sachsen-Meiningen. Dank dem Herzog hat das thüringische Meiningen heute noch einen Ruf als Theaterstadt. Georg II. Ist nicht als Herrscher dieses relativ kleinen Herzoghauses berühmt geworden, obwohl er viele liberale Reformen eingeführt hat. Die Bedeutung liegt bei ihm darin, dass er bestimmte, ganz platt gesagt, bestimmte Dinge am Theater verändert hat. Was revolutionär war, dass überhaupt erstmal auch die Person eines Regisseurs eingeführt hat. Er war Regisseur, er war Bühnenbildner, er war Szenograf, er war Kostümbildner. Und schließlich ist er derjenige gewesen, der das Meininger Theater zur Weltmarke gemacht hat. Georg II. Ist der Erfinder des modernen Regietheaters. Seine Meininger Prinzipien wirken nach bis in die Gegenwart. Aber es sind so ein paar Grundprinzipien, die heute noch ein großes Thema sind. Er hat enormen Wert auf die Probenarbeit gelegt. Er hat die Position des Regisseurs ganz anders etabliert. Ja, der Regisseur bekam auf einmal eine Verantwortung. Mit Georg II. Kommt zum ersten Mal tatsächlich ein Regisseur auf das Theater. Davor hatte man Schauspielvirtuosen, die zum Beispiel, wenn sie gut in Hamlet spielen konnten, die Inszenierung so gemacht haben, dass auch immer nur die virtuosen Teile des jungen Hamlets in der Inszenierung stattgefunden haben. Mit Georg II. Kommt jemand, der sich wirklich auch um die Dramaturgie bemüht, der Theater als ein Mosaik begreift, wo viele Steinchen zusammengefügt werden. Und genau das hat er so gemacht. Und man muss einfach sagen, er war insofern auf jeden Fall stilbildend, dass er einfach bestimmte Grundparameter, die sich natürlich über das Jahrhundert abgewandelt haben, erstmal manifestiert hat, gelebt hat und auf die Bühne gebracht hat. Und das Theaterverständnis, was wir im 21. Jahrhundert haben oder im 20. Jahrhundert hatten, hat sehr viel mit der Geschichte des Meininger Theaters zu tun und eben mit Georg II. Geboren 1826, begeisterte sich der Prinz schon früh für die schönen Künste, besonders fürs Theater. Wenn man als Kind 9 Jahre einen Macbeth inszeniert und man ist selber schon der Macbeth, dann ist der Weg eigentlich vorgezeichnet. Er war immer Theater interessiert, er hatte die richtigen Lehrer. Seine Erzieher waren extrem wichtig für ihn. Die Hofmaler hier, bei denen ist er ja in die Schule gegangen und hat dort geguckt, wie man erstmal was auf die Leinwand bringt und wie man das dann von der Leinwand wieder ins Dreidimensionale holt. Ein Regent mit vielen Talenten. Die Entwürfe für die Kostüme und Bühnenbilder seiner Inszenierungen zeichnete der Herzog selber. Hier haben wir eine wunderbare Figurine, Hawkhorn heißt sie, gehört zu Ibsens Die Kronprätendenten. Georg II. War 1849 auf Reise durch Norwegen und dort hat er wie ein Ethnologe Aufzeichnungen gemacht. Man sieht an dieser Figurine wunderbar, welche Details Georg II. Extrem wichtig waren, wie zum Beispiel hier dieser Dolch. Man sieht genau, wie durchgearbeitet er ist, wo er am Gürtel getragen werden muss. Und auch sehr spannend ist hier diese Beschriftung des Umhangs von Hawkhorn. Hier ist eher eine Farbangabe. Hier auf der linken wie auch auf der rechten Seite sehen wir, wie er das Kostüm beschreibt und wie er dann es seinen Schneidern weitergeben konnte. Das Theatermuseum von Meiningen. Ein Denkmal für einen Kunst- und Kulturbesessenen, dessen Kreativität unerschöpflich war. Das hier ist ein historisches Bühnenbild des Meininger Theaters von 1884. All das, was wir hier sehen, geht auf Entwürfe des Theaterherzogs Georg II. Zurück. Das Besondere an diesem Bühnenbild ist, dass wir hier wirklich haargenau sehen können, wie der Blick in diese mittelenglische Landschaft war zur Mitte des 16. Jahrhunderts. Diese Kapelle stand damals dort, sie steht auch heute noch. Und hier, Fotheringhay Castle, sah damals, als Maria Stuart dort eingekerkert war, haargenau so aus, wie wir es hier sehen. Heute liegen davon nur noch ein paar Steine.
Beim Volk war der Adlige beliebt, bei seinen Standesgenossen weniger, nachdem er es gewagt hatte, eine Bürgerliche zu heiraten. Ein wenig erinnert die Geschichte des Paares an die von Harry und Meghan. Seine dritte Frau war Ellen Franz mit bürgerlichem Namen. Einen Tag vor der Hochzeit wurde sie nobilitiert, also im Stand gehoben, zu Helene Freifrau von Heldburg. Aber diese Nobilitierung hat nichts gebracht. Er hat eine Schauspielerin geheiratet und es kam zu ganz großen Eruptionen innerhalb des deutschen Hochadels, da ja Georg als Standesvertreter und Regierungschef hier sich eine Frau nimmt, die sich abends für Geld anderen Leuten zeigt. Im 19. Jahrhundert war der soziale Stand einer Schauspielerin genau eine Leitersprosse über der einer Prostituierten. Die Aristokratie hat seine dritte Frau, man würde heute neudeutsch sagen, gemobbt. Also wenn zum Beispiel Adlige das Herzogspaar getroffen hat, dann wurde der Herzog begrüßt, seine Frau an seiner Seite nicht. Man hat es einfach als Mésalliance empfunden. Der Regent des Herzogtums am Rand von Thüringen, nicht nur Künstler, sondern auch Mäzen, Förderer der Künste. Hier befinden wir uns im herzoglichen Speisesaal. An diesem Tag wurde hier festlich zu Mittag gegessen. Herzog Georg II. Hat sich mit relativer Regelmäßigkeit mit Leuten aus der Kunst- und Kulturszene hier zum Mittagessen verabredet. Georg war natürlich immer derjenige, der in der Mitte saß. Ihm gegenüber seine Frau Helene von Heldburg und als Gast der Hamburger Musiker Johannes Brahms. Er war häufig hier in Meining und auch gern gesehenes Mitglied dieser mittäglichen Tafelrunde. Er war vor allem ein Visionär, ja, und er hat sozusagen in diesen Visionen eben nicht nur den theatralischen Gedanken einfließen lassen, sondern hat einfach auch, er war ja extrem bewandert in bildender Kunst, er war in der Literatur zu Hause und hat natürlich auch die Gabe gehabt, sich mit Menschen zu umgeben, die ihn in diesem Denken einerseits bereichert haben und auf der anderen Seite aber auch bestärkt. Wenn man überlegt, wer allein an Musikern in Meiningen war. In Meiningen gaben sich quasi Richard Strauss, von Bülow, Wagner die Klinke in die Hand. Auf der anderen Seite gab es bildende Künstler, Literaten. Und das zeichnet sozusagen die Bandbreite aus eines universal-kulturellen Menschen. Was Herzog Georg II. Im 19. Jahrhundert geschaffen hat, wirkt nach bis ins 21. Jahrhundert. Bis heute. Das moderne Regietheater. Es hat seinen Ursprung in Thüringen. Dieses Bourmaux, ein Theater mit einer Stadt herum, das wird sozusagen zu 100% hier gelebt. Und das Pfund, was wir haben, ist, dass Kulturtouristen aus der ganzen Bundesrepublik, aus Österreich, aus der Schweiz, nach wie vor sozusagen nach Meiningen mit diesem Nimbus des besonderen Theaters pilgern. Und die Frage ist natürlich, wie können wir sozusagen einerseits die Tradition in die Gegenwart transportieren und von der Gegenwart aus für dieses Theater eine Zukunft schaffen. Und ein Teil davon ist natürlich auch die Überlegung, im Sinne des Herzogs zu denken und zu handeln. Das war ein Wahnsinn, was für einen Mut der Mann hatte. Um Konventionen hat sich der Theaterherzog nie gekümmert. Und er blieb sich treu bis in den Tod. Seine Beerdigung 1914 taugt als Stoff für ein Theaterstück. Georg II. Hat verfügt, dass er nicht, wie normalerweise üblich, in der Familiengruft beerdigt wird, sondern auf dem öffentlichen Parkfriedhof neben seiner Frau. Und er hat auch verfügt, dass keine anderen Fürsten eingeladen werden sollten zu seiner Beerdigung, weil er auch gar nicht wollte, dass seine Frau irgendwie in Schwierigkeiten kommt, ob der Standesunterschiede, die dann gemacht werden würden. Ich fand das eine sehr schöne, späte Liebeserklärung an diese Frau, an seine dritte Frau.